Ich stecke einfach hier diesen USB-Stick in irgendeinen Rechner, schalte den ein, warte ein paar Sekunden und ich habe eine super Spielkonsole mit 1000 Spielen auf etlichen Systemen. Und nicht nur so total altes Zeug wie C64 und Super Nintendo, auch PS3 und Wii U werden emuliert. Und das alles auf einer super schicken Oberfläche mit Vorschauvideos und man kann alles einfach mit dem Controller steuern, muss nichts konfigurieren, also auch keine Tasten zuweisen oder so, alles automatisch. Batos Serra Linux heißt das Ding. Ja, hier auf CT3003 gab es in der Vergangenheit manchmal ein bisschen frickelige Tutorials. Und dann eintippen SSH, eure IP-Adresse. Aber das hier selbst hinzubekommen ist wirklich einfach. Das kriegt ihr hin, versprochen. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer. Das hier ist Batos Serra Linux. Man kann hier so zwischen den einzelnen Systemen umschalten, sucht sich ein Spiel aus und zack wird das gestartet. Und wenn ich das hier auf meinem Xbox One Controller drücke, komme ich wieder ins Hauptmenü und kann mir ein neues Spiel aussuchen. Und alles läuft komplett ohne Installation vom USB-Stick. Ganz nett, oder? Man braucht dafür auch keinen dicken Rechner. Alle 8-Bit- und 16-Bit-Konsolen und auch die PlayStation 1 und Arcade-Automaten, also ungefähr alles bis 1996, läuft echt auf jeder Kartoffel, also auch auf alten Notebooks oder Thin Clients und sogar Raspis könnt ihr das emulieren. Und dann für Nintendo 64, Dreamcast und PSP braucht man ein bisschen mehr Power und nur für sowas wie PS2, PS3 und Wii U müsst ihr dann einen einigermaßen leistungsfähigen Spielerechner nehmen. So, aber erstmal ganz kurz, was ist das überhaupt, dieses Batos Serra? Es ist eine Linux-Distribution, die benannt ist nach einer Käferart. Einfach, weil einer der Gründer des Projekts ein begeisterter Insektenkundler ist und das Lieblingsinsekt seines Sohns ist der Batos Serra. Oder die Batos Serra? I don't know. Ja, ist doch ganz charmant. So, und jetzt ganz kurz ein Theorieeinschub. Was Batos Serra Linux macht, das machen auch andere Projekte. Zum Beispiel RetroPie, Lacka oder Recalbox. Nämlich ein Linux, um die beiden Open-Source-Projekte Emulation Station und RetroArch drumrum zu stricken. Emulation Station ist dieses Menü hier, also das, wo man die Systeme und die einzelnen Spiele auswählen kann. Und RetroArch ist dieses Menü hier, also wo man beispielsweise Spielzustände abspeichern kann oder zurückspulen oder sowas. Und dieses RetroArch, das ist ganz wichtig, weil Emulation Station kann auch einfach beliebige einzelne unabhängige Emulatoren starten. Aber dann hat man halt bei jedem Emulator eine eigene Konfiguration und eine eigene Bedienoberfläche. RetroArch vereinheitlicht das alles. Das heißt, RetroArch integriert dutzende Emulatoren unter einer einheitlichen Oberfläche. Die Schnittstelle, über die RetroArch mit den Emulatoren spricht, heißt übrigens libretro, falls euch das mal über den Weg läuft. So, Theorie vorbei, jetzt wird's wieder konkret. Um Batos Serra auf einen USB-Stick zu kriegen, geht ihr auf batosserra.org, klickt auf Get Batos Serra Linux und dann auf euer gewünschtes System. Für die meisten Leute ist vermutlich Desktop die korrekte Version, aber es gibt auch Varianten für Steam Deck, etliche andere Handheld und Einplatinencomputer. Ja, und wenn ihr das runtergeladen habt, schmeißt ihr das bootfähig auf einen USB-Datenträger, indem ihr zum Beispiel Balena Etcher benutzt. Das gibt's für Windows, Linux und macOS. Einfach hier die Datei auswählen, dann das Ziellaufwerk und dann Flash. Balena spuckt übrigens manchmal Fehlermeldungen aus, darüber nicht wundern, sehr wahrscheinlich ist das falscher Alarm. Wenn das Ganze fertig ist, steckt ihr den USB-Datenträger in das Gerät, auf dem ihr Batos Serra nutzen wollt. Bei PCs müsst ihr vorher wahrscheinlich einmal ins BIOS gehen und da dann bei der Bootreihenfolge den USB-Datenträger an die erste Stelle packen. Speichern und neu starten. Und so sieht Batos Serra dann aus, wenn man das erste Mal bootet. Mit so einem nice Intro und ja, da sind dann auch ein paar unkommerzielle Spiele vorinstalliert. Ziemlich lustig fand ich zum Beispiel das C64-Spiel Fixit Felix Junior 64. Auch vorinstalliert ist der Open Source Port des 1989er Klassikers Prince of Persia. So schöne Animation. Ja, und Doom gibt es natürlich auch, weil Retro-Gaming ohne Doom geht halt nicht. Ne? Und um das Ganze zu steuern, müsst ihr einfach einen Game-Controller anschließen, zum Beispiel über USB oder auch über Bluetooth. Für Bluetooth müsst ihr den Controller in den Pairing-Modus schalten, das geht meist über eine bestimmte Tastenkombination, und dann hier im Menü auf Start drücken und dann hier auf Pair Bluetooth-Device. Ihr könnt dann auch noch etliche andere Spiele runterladen, das ist dann aber alles Freeware. Also keine kommerziellen Titel. Das geht unter Updates und Downloads.
Wahrscheinlich geht es euch um kommerzielle Titel und dafür kommen wir jetzt ein bisschen in den rechtlichen Graubereich. Denn für viele Systeme braucht ihr Systemdateien, also BIOS-Files der ursprünglichen Konsolen und Computer. Und da sind häufig die Copyrights unklar, weshalb Bartosera die nicht mit ausliefert. Und um kommerzielle Spiele zu spielen, braucht ihr die ROMs bzw. Disk-Images der Titel. Bei diskbasierten Systemen wie den Playstations könnt ihr die einfach selbst mit einem Blu-ray-Laufwerk am Rechner rippen. Bei modulbasierten Systemen braucht ihr ein Lesegerät dafür, zum Beispiel den Retro 2. Habt ihr euch die ROMs von Spielen, die ihr besitzt, selbst gerippt, dann ist das 100% legal, was ihr da tut. Eine andere legale Möglichkeit, an ROMs zu kommen, sind kommerzielle Spielesammlungen, wie hier zum Beispiel Sega Mega Drive Classics auf Steam. In diesem Video hier habe ich noch ein paar andere Quellen für legale ROMs vorgestellt. So, ihr habt jetzt also irgendwoher ein paar ROMs besorgt von Spielen, die ihr spielen wollt. Und wie kriegt ihr die jetzt auf euren Bartosera-Stick? Ja, ist ganz einfach. Zum Beispiel über einen zweiten USB-Datenträger. Dafür müsst ihr allerdings kurz mal Maus und Tastatur anschließen. Habt ihr das, drückt ihr am Bartosera-Menü die F1-Taste auf der angeschlossenen Tastatur und dann kommt ihr in diesen File-Manager. So, und da klickt ihr am besten bei View auf Dual Pain Mode, dann habt ihr so eine zweigeteilte Ansicht. Hier links mache ich mir meinen USB-Stick hin mit meinen Mega Drive ROMs. Gehe ich auf das Share-Verzeichnis, das ist meine Bartosera-Installation. Und in ROMs sind die ganzen ROMs aller zu emulierenden Systeme. Für jedes System gibt es einen Unterordner und die Namen sind selbsterklärend. Also C64 ist C64, PS3 ist PS3 und Mega Drive ist Mega Drive. Und dann klicke ich da drauf, kopiere ich einfach alle ROMs von dem USB-Stick in das Verzeichnis. So, und raus komme ich einfach mit File Close Window. Und dann bin ich wieder im Bartosera-Menü. Eleganter finde ich, die ROMs übers Netzwerk zu kopieren. Dafür muss euer Bartosera-Rechner natürlich im Netzwerk sein. Für WLAN müsst ihr Start auf dem Game-Controller drücken, dann Network und hier unten WLAN auswählen und das WLAN-Passwort eingeben. Seid ihr verbunden, seht ihr hier oben eure IP-Adresse. Darauf könnt ihr dann über Samba über einen Rechner in eurem Netzwerk zugreifen. Auf dem Windows-PC zum Beispiel drückt ihr dafür einfach die Windows-Taste, gebt zweimal Backslash ein und dann die IP-Adresse. Zack, seid ihr im Share-Ordner eures Bartosera USB-Sticks und da könnt ihr dann fröhlich ROMs reinkopieren. Direkt nach dem Kopieren seht ihr die Sachen übrigens noch nicht im Hauptmenü. Dafür müsst ihr einmal Start auf dem Controller drücken und dann Game Settings und dann Update Game Lists. Dann tauchen hier im Mega Drive-Menü meine gerade hinkopierten Spiele auf. Schön aussehen tut das aber noch nicht, weil das im Moment nur die Dateinamen sind, ohne Bilder und Vorschauvideos. Die holt ihr euch mit dem sogenannten Scraper. So, und dafür drückt ihr Start, geht auf Scraper und da könnt ihr dann unterschiedliche Scraper auswählen. Voreingestellt ist Screen Scraper, dafür braucht ihr allerdings einen Account. Den könnt ihr ganz schnell selber anlegen auf screenscraper.fr. Da legt ihr einfach einen Account an und gebt den dann hier ein bei Bartosera. So, ich habe das hier mal gemacht. Und dann könnt ihr hier noch auswählen, was ihr alles runtergeladen haben wollt. Ich mache immer ganz gerne Videos mit an, weil ich das cool finde mit diesen Videovorschauen. Und dann gehen wir einfach auf Scrape Now. Sieht man hier oben jetzt, dann fängt das System an, die einzelnen Dateien zu parsen und sich die Sachen runterzuladen. So, Scraping finished und jetzt müsst ihr nochmal die Gamelist updaten. Da macht ihr einfach mit Update Gamelists. Und jetzt habt ihr nicht mehr nur die Dateinamen, sondern die richtigen Namen der Spiele und ihr habt Screenshots und Videovorschauen und Erklärtexte und so weiter. So, und wenn ihr wollt, dass das alles noch schöner aussieht, dann könnt ihr unter Updates und Downloads könnt ihr noch Themes runterladen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal Artflix, das habe ich schon runtergeladen und dann geht ihr auf User Interface Settings und dann könnt ihr hier oben mit rechts und links einfach umschalten und das ist hier jetzt Artflix und das sieht doch alles schon ganz nett aus, oder? Da ist jetzt so ein netter Fernseher eingebaut, wo man dann die Spielevideos sieht und unten links die Verpackung. So, und jetzt zeige ich euch noch ein paar coole Tricks. Nämlich Emulation kann ein paar Sachen, die auf der Originalhardware eben nicht möglich sind. Dafür startet ihr ein Spiel, drückt den sogenannten Hotkey-Button. Das ist zum Beispiel bei Xbox One-Controllern das Xbox-Logo und dann gleichzeitig A. Ihr könnt in diesem Menü zum Beispiel den Spielstand speichern mit Save State und mit Load State natürlich laden. Schneller geht das direkt aus dem Spiel mit Hotkey X speichern und Hotkey Y laden. Und was auch cool ist, vor- und zurückspulen. Dafür müsst ihr einmal hier unten in dem Menü Rewind Support einmal auf On schalten. Dann könnt ihr mit Hotkey A da wieder rausgehen. Und dann könnt ihr mit Hotkey Steuerkreuz links
zurückspulen und mit Steuerkreuz vor vorspulen. Und das ist auch praktisch für so ewig lange Cutscenes, die ihr überspringen wollt. Das ist echt ganz cool. Noch abgefahrener finde, sind die automatischen Übersetzungen, zum Beispiel von japanischen Spielen. Die könnt ihr einfach aktivieren, wenn ihr im Hauptmenü auf Start drückt, dann Game Settings, dann AI Game Translation und das dann einfach anschalten. Dann könnt ihr die Zielsprache hier zum Beispiel auf Deutsch stellen und dann könnt ihr ins Spiel einfach Hotkey R1 drücken und dann werden die Sachen auf dem Bildschirm übersetzt. Mein persönliches Lieblingsfeature sind aber die Retro-Achievements. Damit kriegen auch alte Spiele Achievements, die ihr freischalten könnt. Auch dafür müsst ihr euch bei RetroAchievement.org einmal registrieren, mit Game Settings und dann hier unten auf Retro-Achievement Settings dann einmal aktivieren und einmal euren Usernamen und euer Passwort eingeben. Dann könnt ihr da auch schon rausgehen und dann habt ihr Achievements. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Echo the Dolphin startet, dann poppt hier Echo the Dolphin. Du hast 0 von 41 Achievements unlocked. Und immer wenn ihr dann eins unlockt, dann poppt das in dem Spiel auch auf. Um die Achievements alle gesammelt zu sehen, geht ihr wieder ins Hauptmenü von Bartos Serra und drückt dann Start und dann Retro Achievements und dann könnt ihr alle eure virtuellen Medaillen sehen. Ist doch cool, dieses Bartos Serra, oder? Vor allem kann man die Installation so richtig schön hegen und pflegen und kuratieren und optimieren, so dass es irgendwann genauso aussieht, wie ihr das haben wollt und alle eure Lieblingsspiele drin sind. Und ehrlich gesagt macht mir dieses Hegen und Pflegen fast mehr Spaß als das Spielen selbst. Obwohl ich jetzt doch, glaube ich, Lust habe auf eine Runde Space Taxi. Das war nämlich das erste Computerspiel, was ich je gespielt habe und deshalb hat sich das bei mir auch als bestes Spiel der Welt ins Gehirn gebrannt. Oder gibt es etwa noch bessere Spiele als Space Taxi? Nee, oder? Tschüss.